Ja, Sticker erklär mal, was hier passiert. Also, schalt erst mal deine Folge lang und machen das so. Ja, genau. Also, herzlich willkommen zu meiner Folge. Das ist jetzt hier die 16. oder 17., ich weiß nicht genau. Jedenfalls ist Reis mal wieder dabei. Hallo. Hey, Servus. Na, und ich stelle nochmal die Sounds runter, die sind glaube ich ein bisschen laut. Rieze ist jetzt zum ersten Mal wieder hier, seitdem das alles passiert ist mit dem Unfall und so. Die Kisten sind natürlich ein bisschen unsortiert, ne? Ja, die waren eh nicht sortiert, aber ich fragte halt ab, ich hatte halt ein paar Sachen, auch meine ganzen Bienensachen und so, die habt ihr alle gefickt. Ja. Ich hatte hier voll ein Bienending, das war voll kompliziert. Ach so, ja, und das Feld ist halt auch weg, das war auch ärgerlich. Ja, und hier stand halt auch noch Stuhl und so, es sind voll viele Sachen, die weg sind, Digga. Hä, Stühle waren hier? Ja, ich hatte hier so ein Pokémon, so ein Adapter draufgestellt, den habt ihr einfach weggemacht, der ist, keine Ahnung, was Ach grundsätzlich so, ist. na, das Ding Ja, ist, es ist jedenfalls. ja wirklich alles hochgeflogen. Wir haben ja nicht irgendwie mit Absicht verschoben oder weggemacht oder sonst Ey, was. ich würde echt gerne mir das mal angucken. Ich habe gar kein Bild vor Augen, wie das passiert ist. Ja. Ihr habt aber auch viel gebaut hier, Alter. Na? Na, das ging eine Zeit lang richtig ab. Da waren wir ja richtig aktiv hier und haben viele Folgen aufgenommen. Warum jetzt nicht mehr? Keine Ahnung, Lukas war nicht mehr so oft da. Und ich auch nicht, teilweise. Aber Lukas hat's auch Bock. Lukas hat doch auch Bock gemacht. Krass. Ja, ne, da hatte hier richtig Lust drauf. Genau wie bei Worlds eigentlich. Und da war ja neulich sogar gehypt auf Tiny CR 9. Ja, aber auf Tencent 9 freue ich mich aber auch. Ich hab, weil das Ding ist, ich will halt dieses Mal, wie soll ich sagen, Briefen nur bei dir erlauben, Hä? aber bei allen sonst Nein, verbieten. gar nicht Bisschen erlauben. Briefen muss da sein. Nein, einfach lassen. Sonst ist es aber kein Craft Attack, sonst sind wir hier ein Top Attack. Naja, wir können es auch als Craft Attack einfach benennen. Ist ja egal. Ja, jedenfalls für meine Folge dann, hier ist Zicker, erklär mal, was hier passiert ist. Ja, also das war so, irgendein Pokémon von Lukas ist irgendwie eskaliert. Das war ziemlich hoch gelevelt und das hatte er gerade irgendwie gezähmt oder wie das war. Und dann wollte er das so austesten, hat auch schon eigentlich an anderen Stellen Tests gemacht und da hat auch alles funktioniert. Und dann hier auf einmal in der Stadt fängt das so an und macht irgendwelche Faxen und dann explodiert das. Also ich weiß nicht mehr, wie das genau passiert ist, aber ich habe es auch selber nicht gesehen. Das war nur, als ich irgendwo anders war, ist das einfach so gewesen. Dann war es halt zu spät. Da mussten wir hier alles wieder fixen. Wir haben es auch wieder gut hingekriegt. Es sah hier wirklich schlimm aus. Es war ein reines Schlachtfeld. Das ist echt übel gewesen. Aber wir haben aber vor der Folge mit drüber geredet und wir müssen eigentlich auch sagen, dass wir bisher von Tanimon echt überrascht sind, weil es echt Spaß macht. Ja, genau. Also ich finde es auch ein geiles Also definitiv Projekt. kein Flop-Projekt. Na, ich hätte ja nicht gedacht, dass es kein Flop-Projekt wird. Ich dachte, es wird wieder so erzwungen, weißt du, wie bei 30-Tage-Projekten. Ja, aber wir müssen sagen, bisher macht Tanimon eigentlich Spaß. Auch wenn ich jetzt fast einen Mord nicht da war, aber ich muss trotzdem sagen, dass Tanimon einfach mir bisher Spaß gemacht hat, wenn ich auf dem Server war. Ja, na, und obwohl so wenig Spieler auch mitmachen. Ja. Ich meine, wir sind vier Spieler und Shandy, da steht eigentlich der Teilnehmerliste, Shandy, der war ja auf dem Server. Ja, der war in der Teilnehmerliste, klar, da bleibt er auch. Dann müssen wir noch irgendwie hier auf den Server quetschen, dass wir mehr Teilnehmer haben. Genau, damit es nicht wie Minecraft Worlds wird, nur so ein Dreierprojekt. Naja, Shandy ist ja auch ein Teilnehmer, also sind wir ja schon mal. Aber Ja. ich kann ja mal diesen Noah da fragen, weißt du, aus meiner Klasse. Oder Ja, Erwi, stimmt. na, Erwi kann keine Modpacks spielen, ne? Ja, genau, das war das Problem. Weißt du, was ich nicht verstehe, warum lädst du nicht mal Streeten-Mod-Projekte ein? Der Mod-Projekt wird doch mal wieder besser bei dem ankommen, jetzt, wenn er immer nur so scheiße zockt. Der hat aber keine Lust mehr auf Projekte. Das ist überhaupt ein Wunder, dass er noch YouTube macht. Der hat eigentlich schon seit 2 Jahren keine Lust mehr auf YouTube. Wenn er einfach privat zockt, Na, der dann hat ja muss er keinen Bock nicht. mehr auf Minecraft zocken. Das ist ja das Problem. Ja, und wenn er vielleicht mal einfach ein Modpack zwingt, einfach mal gefühlt auf irgendeinen Server, wo der mal ein bisschen mit der Mods. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, weil ich habe ihn schon so oft gefragt, ob er mal bei Infinity mitmachen will. Und da hat er immer gesagt, nee, kein Bock. Ja, Aber und. Snow Ridge 4 ist ja dabei, oder? Ja, da schon. Also das ist ja dann auch mit Mods wieder. Also dieses Jahr läuft Snow Ridge 4 100% mit Mods, weil erste Staffel war brutal Snow Ridge, zweite Staffel war schon nicht dabei gewesen. Ja. Ich stehe warum auch immer in der Teilnehmerliste, obwohl ich gar nicht dabei war. Ja, aber nur in Klammern. Ja, okay, stimmt. Ich habe ja irgendwie versucht, in meinem Account sich einzuloggen. Das stand ja kurz im Chat, hat heißt Joint, ne? Ja, Deswegen genau, vielleicht. deswegen. Und sobald die Ah. Join-Nachricht da steht, kommst du rein. Ach so, aber nur in Klammern, weil ich nicht mal eine Sekunde drauf war, direkt wieder geliebt bin, weil ich nicht Genau. reingeschaut habe. Na. Ja, jedenfalls, Snowbridge 3 war zwar auch geil, aber ich muss aber halt echt sehr die Mods vermisst. Das stimmt. Aber Snowbridge 3 war geil, hat trotzdem Spaß gemacht. Na, also. Aber deswegen, ich freue mich jetzt wirklich, muss wirklich zugeben, ich freue mich auch richtig krass auf Snowbridge 4. Ja, das stimmt. Also Ich habe zurzeit richtig ist. Bock auf Snowbridge 4. Der Hype ist schon wieder größer als damals. Also bei Staffel 3 war Ja. er irgendwie nicht so groß, oder? Ja, Doch, nee, eigentlich eigentlich. auch. Es ging. Teilweise, ne? Aber trotzdem war das Projekt aktiv, wir hatten ja voll viele Teilnehmer eigentlich für unsere Verhältnisse damals, weil damals hatten wir ja gefühlt nur vier Teilnehmer zusammengekratzt und können immer. Da Ja, waren ja schon ein eben. paar dabei.
Na, wir haben ja dann irgendwie Blutzylinder und ich weiß gar nicht mehr. Ja, wie war dabei, Shandy war dabei, Streetwear Lucas war dabei, weißt du, das waren... Ja, GNN sogar auch. Ja, GNN, stimmt. Und war nicht auch Julia? Nee, die nicht. Ja, Julia waren so... Wie war eigentlich Snowball 2 gewesen, so? Na, da war ja Julia dabei und Street und das war's eigentlich. Ach, geil. Und Ervi war mal kurz auf dem Server und irgendwer anders war noch eine Stunde auf dem Server. Shandy. Na, Shandy, ja, genau. Ich glaube, der Basti war noch mal irgendwie oder irgendwer anders. Müsste ich jetzt auch gucken. Guck mal ganz kurz an die letzten Folge. Ja. Also, die Teilnehmerliste. Der Basti 14, der Shandy, Ervi, Igitz, Julia, Rizimor TV, Streetmaster. Ah, na. Ich fand's ja krass, dass Julia sogar ein Haus hatte in Snow Village 2. Ach, ja. In Snow Village 3, Blutzylinder, der Shandy, Ervi, GNN, Igitz, Rizimor, Sano, Street und Lukas. Ach ja, und Sano. Genau, mit seinem zugeschneiten Haus. Was für... Naja, aber ich glaube, dass ich glaube, dass dieses Jahr halt wirklich bei Snowbridge viele mitmachen werden. Weil ich habe halt gestern, ich habe gestern mit den Leuten aus meiner Klasse, Bera, Nayal und so gezockt. Ja. Jemand gesagt hat, ja, wann kommt wieder Tiny Coffee? Ich habe gesagt, ja, wie ist das? Und dann habe ich halt gerade davor kommen, Snowbridge 4 und gesagt, wie geil, ein Weihnachtsprojekt oder was? Und dann haben die halt Bock drauf. Oh, lol. Also da haben wir schon mal... Ah, das ist ja krass, dass die schon immer nach Tiny Craft Attack so fragen und da so Bock drauf haben, ne? Ja, aber man muss ja auch einfach sagen, Snow Ridge 4 ist einfach, das ist, eigentlich kannst du kaum als Mod-Projekt bezeichnen, das ist ja einfach nur so ein bisschen mit Deko-Bench, das ist ja einfach richtig easy zu verstehen. Ja. Deswegen, ich könnte meine Beine ins Feuer legen, Snow Ridge 4, dass dann ja so alle da auch wirklich mitmachen, aktiv spielen, weil es auch wirklich kein anstrengendes Mod-Projekt ist. Ja, na, nicht und wie bei Void 3. Ja, und die werden auch aktiv spielen aus dem Grund, weil es was Neues für die ist und die deswegen Bock haben. Ja, na, das ist dann deswegen, mal wieder Abwechslung für die, weil die kennen das noch nicht. Ich bin ja immer nur Vanille am PvP und so. Na vor allem auf Gomme, ne? Hat GNN eigentlich jetzt der Kuratani Kofte gefragt oder wer war das nochmal? GNN? Ja doch, der hat doch auch nochmal gefragt in der Gruppe da. Also schon wegen Tiny Kofte 9, ne? Genau. Der ist auch dabei. Ah, hast du übrigens mitbekommen, ich hab eigentlich schon den Termin bekannt gegeben, warte mal hier. Für Snow Village 4. Snow Village halt am 28.11. Das ist der erste Advent, ein Sonntag. Ach so, an einem Sonntag. Und Topf Attack 2 endet genau eine Woche vorher, an dem Sonntag am 21.11. Ja. Ich wollte es eigentlich erst im Dezember starten, das Problem ist, ich wollte es eigentlich später starten, das Problem ist einfach nur, dass ich halt genau da meine Präsentationsprüfung habe und die ersten zwei Tage Snowbridge überhaupt nicht spielen kann. Nun, vielleicht noch im Schatzminuten auch direkt weg, weißt du? Ja. Weil ich meine Präsentationsprüfung genau in dem Zeitpunkt habe und dann mich wirklich da vorbereiten muss. Naja, das wäre besser, wenn wir das so machen, denn das hatten wir sonst auch immer am ersten Advent und da ist es halt im November, ist ja nicht schlimm. Es läuft ja dann eh bis 24.12. oder so. Oder wie lange willst du es laufen lassen? Also bis 26. easy, natürlich. Ach so, ja, 26. Na gut. Ne? Ja, also drei Weihnachtstage sind immer mit dran. Tiny Kofteck schaltet ja am 28. Also glaube ich, dass Snow Village am 27. dann endet. Dann machen wir es wieder so, dass am 27. Snow Village endet, dass wir es dann so machen. Im Abend bereiten wir die Map für Tiny Jahr 9 vor. Ach ja, genau, das wäre eine Idee. Der 27, weil der 27. ist so unser typischer Tiny Kofteck Vorbereitungstag. Ja, und am nächsten Tag, am 28. schaltet dann Tiny Craft Deck 9. Ja, ne? Warum nicht? Ich bin halt echt überrascht, wie viele Folgen du aber auch von Worlds hast, ne? Ja, ich, gell? Ich hab jetzt schon über 30. Hätte ich auch nicht erwartet. Also vor allem im Vergleich zu Top Attack 2 zum Beispiel. Ja. Ach, da wundere ich mich auch schon die ganze Zeit. Na gut, Top Attack 2 habe ich auch immer keinen Grund gehabt aufzunehmen, weil das Ding ist, dass ich das halt jetzt noch nicht brauche. Die Worlds-Folgen brauche ich ja tatsächlich aktuell. Und Top Attack kommt ja erst irgendwann später. Ich habe also eine Idee, wie man ungefähr den Terminplan einrichten könnte. Man könnte es einfach wirklich so machen, dass wir ungefähr dann... Top Deck 2 endet halt im nächsten Monat, dann kommt Tiny Craft Deck 9. Ja. Dann würde ich so... Wann ist Worlds gestartet? Worlds ist gestartet am 14.05. Dann würde ich mir so wirklich so vorstellen, dass man Worlds vielleicht im Januar wegklatscht. Ja, aha. Dann vielleicht Worlds durch Worlds 2 ersetzt. Und wann würde das starten? Vielleicht direkt darauf, keine Ahnung. Und dass dann vielleicht spätestens im März, April dann Tinymon beendet wird und vielleicht dann das neues Mod-Projekt kommt. Also wir haben ja voll viel noch in Planung, mal gucken. Ich muss mal ganz kurz in Liste reingucken. Ja, Minecraft Stone oder so. Zum Beispiel, warte mal, ich guck mal. Oder Void 4. Ja. Warte, nicht mal letztens irgendein Projekt. Minecraft War konnte man langsam auch mal umsetzen. Minecraft Wings zum Beispiel könnte auch kommen. Na gut, das, was war das nochmal? Da hat's Minecraft Mage Modpack. Ach ja, genau, das ist ja neulich wieder eingefallen, ne? Nachdem wir jahrelang nicht wussten, was es heißt. Ja. Oder hier, was war mit diesem Multiverse, genau. Ah, stimmt, Minecraft Multiverse.
Aber das wäre nur so ein eigentlich kleines Projekt, wo wir die ganzen Dimensionen erkunden, oder? Oh nee, Digga, sag bitte nicht erkunden. Stimmt. Ja, aber was willst du da machen im Projekt? Ja, kannst du mal spielen einfach in allen, und halt nebenbei in allen Sachen fahren. Und da alle Welten zur Verfügung. Ja, aber am Ende gehst du dann nur in eine oder zwei und beachtest sie gar nicht alle. Atemori. Oh, ne, das wird schön. Da wird es zwei Folgen wieder geben, ne? Ja. So, aber ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich so langsam am Ende angekommen, oder? Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis beim nächsten Mal und ciao. Jo, ciao. Ah, ich brauche noch ein Thumbnail von dir. In deinem Horror-Skin. Wie du hier ganz entgeistert stehst und auf das niedergebrannte Zeug starrst. Ja, und das war's auch von meiner Seite. Also, ciao.